Brauche ich Chips? Ne. Weiße Chips brauche ich demnächst wieder. Warum haben wir keinen Solder? Weil wir keine Solder Plates haben. Warum haben wir keine Solder Plates? Was? Wo bekommst du denn das Solar Plates normalerweise her? Von da. Von hier unten, richtig? Ne, von da kommt Resin, was auch gerade nicht. Hä? Warum? Warst du nicht angeschlossen? Na gut. Trotzdem haben wir keine Solar Plates. Aber dich. Ach. Kommt mir gerade so vor, als hätte ich ja meine Karte geladen, hier einfach ein paar Ärmchen umgedreht. Aber das wird wohl ich gewesen sein, irgendwann mal, warum auch immer. Trotzdem sehr irritierend. Ganz viel Blei. Die Ärmchenseile, okay, richtig. Richtig. Holz wird abgeholt. Ich. Nö, lass die Roboter machen. Ist okay. Bau einfach irgendwas. Ah, genau, Batterien. Haha, da wollte ich mich drum kümmern. Warum? Schwefelsäure? Keine Schwefelsäure. Warum keine Schwefelsäure? Kein Schwefel, weil kein. Das da. Petroleumgas. Achso, weil Leichtöl voll ist. Ja, warte. Blub. Ist nicht die beste Lösung. Aber es funktioniert erstmal. Das bessere Umarbeiten haben wir noch gar nicht, ne? Ne, momentan wird recht viel Schwefel hergestellt. Und das verbrauchen wir zwar, aber nicht so in den Massen wie, ne? Man vielleicht annehmen würde. Also dir. Du hast ganz viel Stahl auf Tasche, aber du machst nichts. Auch weil du keine Batterien bekommst. Und die kommen ja jetzt. Du. Wir bräuchten MK2 Chemical Plants. Definitiv. Ach stimmt, Zentrifuge. Ich wollte die Zentrifuge aufbauen, damit wir Schwefel herstellen können, damit wir das ganze Ding hier gar nicht brauchen. Mach mal. Wo ist die Zentrifuge? Die haben wir schon erforscht, oder? Ich bin relativ sicher, dass ich die mal erforscht hatte. Das war so ein komisches, viereckiges Ding, das irgendwie matschig aussah. Ah, da. Ja, seht ihr? Viereckiges Ding, das irgendwie matschig aussieht. Ist okay. Das heißt, wir werden dann irgendwelche Bäume zentrifugieren und dann kriegen wir das andere Teil raus und können das dann hiermit machen. Ja, das müssten wir eigentlich auch automatisieren. Wo kriegst du gerade dein Holz her? Achso, das habe ich von Hand da reingeschmissen, ne? Ja. Gut. Vielleicht auch nochmal die besseren Tree Farms erforschen. Wir haben ja schon die MK2-Dinger, die wir theoretisch erforschen könnten. Ich glaube, die waren ein bisschen einfacher zu handhaben. So, Zentrifuge. Stell mal da hin und guck, was du für Rezepte hast. Genau, schmeiß einfach noch Holz rein. Noch Holz. Und irgendwann kommt da jetzt ganz zufällig mal so ein Schwefelding raus. Und wenn wir ein Schwefelding haben, dann können wir das ganze Ding hier umstellen, richtig? Ich denke schon. Das war nur Holz. Das war nur Holz. Okay, ich sollte später wieder kommen. Und ich brauche unbedingt hier einen Roboport, da geht nichts mehr an vorbei. Was fehlt? Weiße Chips. Ja, ja. Aber ich hätte gerne einen Roboport hier, zum einen, damit ich das Holz direkt da abholen kann. Zum anderen, damit ich das Resin direkt da abholen kann. Damit wir das nicht hier herstellen müssen. Wobei das eigentlich ganz gut ist, was wir gerade das Schweröl verbrauchen. Aber wenn wir erst die bessere Splittung haben von dem Öl, dann kriegen wir auch weniger Schweröl und dann ist das auch okay. Genau, und dann machen wir einfach noch eine Farm dahin mit Schwefel. Und dann passt das hier soweit auch.
Wenigstens kommen jetzt schon mal ein paar Batterien. Genau, wir brauchten. Jetzt nicht mal durch hier irgendwo. Verdammt nochmal. Gut. Gehen wir davon einen Stack, dass ich es auch immer auf Tasche habe. Du bist wieder fleißig am Arbeiten. Das ist schön. Du hast weder Resin noch das, weil du schon so viel Soul da hast. Das nehme ich aber mal raus. Damit ich das auch auf Tasche habe. Das ist okay, das ist okay. Weiße Brettchen sind in Arbeit. Kupfer ist mehr als genug da. Weiße Platten sind genug da. Du hast kein Holz. Doch, du hast Holz. Aber halt nicht so super schnell. Holz. Oh. Aber wir haben einen dezenten Vorrat an weißen Platten, also ist es vollkommen okay. Da muss ich also auch nichts machen. Craft mal irgendwas Sinnvolles. Mehr Strommasten. Angriff mit Zerstörung oben rechts. Was für Zerstörung? Okay. 11 Türme schießen. Wie war das mit den Türmen, die eine höhere Reichweite haben? Ich glaube, es wird langsam Zeit. Vor allem, wenn sie zerstört werden, heißt das nicht, dass sie automatisch auch ersetzt werden, die Türme, ne? Und hier so keine Robo-Deckung. Das ist nicht schön. MK2-Robot? Ich will keinen MK2-Robot, ich will den hier, ne? Genau, so einen will ich. Ja, hier muss ein Robot hin, damit die Türme ersetzt werden. Und wir sollten sie automatisieren, damit sie auch immer automatisch ersetzt werden könnten. Wobei es nicht schön ist, dass sie überhaupt kaputt gehen. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Immer hier. Also die Mauern halten, das ist keine Frage. Also wir sind nicht in Gefahr, aber es verschwendet halt unsere Ressourcen. Das ist schade. Und ich glaube, ich müsste hier einen extra Pol hinmachen. Ja, mach das mal. Einfach nur dahin. Nur für den Fall, dass der zerstört wird. Weil das ist wirklich der Knackpunkt hier, die Ecke. Dann kommen die mal an. Grüne Platten verballern. Na, machen wir stinknormale Solarpanels, damit wir das hier zu Ende machen können. So, das ist endlich durch. Das ist sehr schön. Ich wollte das andere Öl verarbeiten. Was da? Damit können wir auch Petroleum Gas Cracking. Ha. Kohl zu Schweröl. Ja, nee. Ich kann einfach mal gerne mehr Petroleumgas. Stopp. Lass das mal kurz so da stehen. Ich muss kurz überlegen. Irgendwas anderes war da auch noch, was ich machen wollte. Mal bessere Schmelzen wären vielleicht noch ganz schick. Beste Roboter. Türme mache ich mit Yoki. Nö, fällt mir gerade nicht ein. Wir könnten das echt gebrauchen mit mehr Petroleumgas. Oh, stimmt, die besseren Chemical Plants. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich danach gucken muss. Die werden bestimmt wieder irgendwo versteckt sein, wo ich sie nicht finde. Ja, schaltet nichts frei. Nö, dann macht das halt. Research. Wir brauchen jetzt nur 75 hellblaue Tränke. Die wir von Hand da reinlegen müssen, weil, ne? Wir haben noch kein zweites Fließband, das blaue Tränke und lila Tränke später anliefert. Da war meine Blautrankproduktion. Ja, ja, was ist da los? Was ist ein Drill wieder angegriffen? Oh nein, da ist schon wieder durchgeglitscht. Ah, das ist doch ärgerlich. Was? Nicht ernsthaft. Lauf. Lauf. Reparier schneller, als er Schaden machen kann. Sie sind tot. Hammer! Was zur Hölle macht ihr hier? Hier ein Dingens hin und da ein Dingens hin und dann ein paar Lasertürme. Und da komme ich jetzt nicht hin. Ich will da keine Verbindung auf Land machen. Da
kommen die hier noch angelaufen. krass. Okay. Du brauchst neues Fließband. So. Repair, repair. Komische Sachen passieren hier. Sehr komische Sachen. Du gib mir mehr Steinmauern. Gib mir... Darf mehr? Sniper Rifle, Rocket Launcher. Nein, ich bleib schon beim Laser Rifle. Nur ist okay. So, Mauern ziehen. Forschung laufen lassen. Solar Panels platzieren. Ah, stimmt. Ich habe die Blueprints vergessen. Die wollte ich erforschen. Die sparen ja noch ein bisschen Zeit. Wobei wir da echt ein paar mehr Construction Bots vorbräuchten, ne? Die drei Jungs, die sind zwar jetzt MK1 und nicht MK0, aber trotzdem werden die nicht so viel reißen. Naja. Das hat gar nicht gereicht mit Solar Panels. Na gut. Also bräuchten wir jetzt nochmal ein paar mehr. 40 oder so. Mach Dinge. Strom geht runter, aber das ist okay. 10,8 MW. Hammer. Hammer. Staut sich nicht so wirklich. Also ein bisschen ja, aber das ist okay. So, was war noch, was war noch, was war noch? Genau, Mauer setzen wollte ich noch. Ah, die Tränke. Ah. Tränke hinbappen. Komm mal mit. So. Mach mal 50 hier. 25. So. Das. Hauptsache, irgendwo ist irgendwas, ne? So, die beiden arbeiten jetzt nicht, aber. Ist dann halt so. Medina, alle hier. Schmeiß die da rein, schmeiß die da rein. Und grün-rote Tränke kommen gut hinterher. Kann man nicht sagen. Die Jungs sind alle am Fliegen. Wo ist eine Kiste? Da ist eine Kiste. Hey, hey, hey. 6200 Kupfer, 3300 Reisen, 11.000 Kohle. Und wir haben Roboter, die nichts zu tun haben. Ja, wie viel? 15, wir haben schon 25 Roboter. Hey. Wenn wir mal Skynet aufbauen würden, würde es bestimmt auch schneller gehen. Wobei das mit den weißen Chips halt echt ein Bottleneck ist. Warum arbeitest du jetzt nicht? Komisches Ding. Das war's nicht. Okay. Electronic Components. Wo sind die? Oh. Die mussten wir herstellen, oder? Silicon Wafer. Ich glaube, ja. Das soll... Hä? Achso, die musst du einfach nur reinschmeißen. Zack. Hör auf damit. Schmeiß die direkt rein. Und hol mal diese komischen Dinger von da hinten ab. Hä? Die haben doch schon automatisch... Was? Oh. Wir haben hier nie das Ärmchen hingesetzt. Ja. Oder... Irgendjemand hat wirklich die Welt gelacht, das Ärmchen weggenommen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass ich es nie gesetzt habe. Also, das läuft jetzt auch wieder. Gut. Hier ist alles gut. Komm, 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 komm. Wir brauchen viel mehr weiße Chips. Viel, viel mehr weiße Chips. Oh, weiße Chips. Gib mir her. Ich hätte gerne Stahl. Ich denke nicht, also die Roboter, die ich gerade da verfolge, die werden mir meinen Stahl klauen wollen. Ja, das ist viel zu wenig. Wir brauchen definitiv die besseren Schmelzen für noch mehr Stahl. Bau mal drei davon. Und die setzen wir dann woanders hin. Einfach irgendwo hier zwischen oder so. Ist hier Robo-Ab? Bis wo ist Robo-Abdeckung? Bis nirgends. Gut, aber hier unten ist überall. Dann mach doch mal...
Oh, sind gute Poles, da sind gute Poles. Und dann mache ich hier das Muster weiter, mache hier die alten Dinger weg, die sind hässlich. So, und dann einfach hier drei Stück hinbappen, dann ist gut. Oder vier, danke. Roboabdeckung? Ab hier so ungefähr, gut. Jungens, warte. So. Du, da, du, da. Ja, ich soll es erstmal mit drei probieren. Nicht, dass ich jetzt gleich vier, fünf Stück dahin bab und wir haben dann keine Eisen mehr, weil das sieht jetzt schon nicht gut aus. Definitiv nicht gut aus. Das kommt hier auf dem Fließband und da eine Kiste. Ja, hier kommt viel zu wenig Eisen an. Das heißt, wir bräuchten theoretisch jetzt richtig schnelle Ärmchen. Also die lila Dinger, die wir noch nicht haben. Richtig, richtig. Damit hier mehr Eisen hinkommt. Test. Ich brauche mehr davon. Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links, Shift links. Das eine Ärmchen wird das nicht schaffen, ha? Huh? Schaut nicht gut aus. Aber wenigstens kommen jetzt genug Eisenplatten hier unten an. Nee, komm nicht. Es reicht gerade, um eine Fabrik zu füttern. Also anderthalb. Wir brauchen definitiv schnellere Ärmchen. Gut, das ist ein Ziel, das wir angehen können. Huh? 50 Liter Tränke für Express-Inserter. Ich hoffe, das sind die richtig schnellen. Aber das wäre Titan. Titan ist ein Problem. Da wäre ein Very Fast Inserter. Ne, ich glaube ich... Oh. Ne, er geht trotzdem einen traditionellen Weg. Weil ich traue den irgendwie nicht. Faster than Fast Inserters. Das... Ne, ich will kein Titan verbrauchen. Das heißt, ich erforsche jetzt Logistics. Und dann nächstes Mal die Very Fast Inserter Optimization. Da sind nämlich auch intelligente dabei. Also intelligente halbe und all sowas. Die brauchen wir schon mal irgendwo. Also machen wir das.